Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecil hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Film Review. Ich bin schon wieder edgy angezogen, das heißt, es gibt einen edgyer Film. Und zwar von Versace, Crystal Noir. Das war Film, was eine dunkle, böse Königin trägt. So sah ich mir das immer. In vielen Magical Girl Animes gibt es ja immer so die Dark Queen, die kaltherzig ist, dunkel, verrucht und böse ist und genauso richtig dafür. Oh Gott, das ist so ein richtiger Liebe-Hassduft. Mal liebe ich das Parfüm, mal hasse ich's. Aktuell tendiere ich eher zu lieben. Es gibt eben halt diese Tage, wo ich das Parfüm überhaupt nicht mag. Und das fing schon tatsächlich damit an, wo ich das Parfüm gekauft hatte. Ich kaufe meine Parfüms immer blind. Das heißt, ich habe es ausgepackt, war richtig gehypt, habe es gesprüht, dachte mir so, boah, das riecht so toll. Das ist das beste Versace-Parfüm ever. Und dann irgendwie, weiß nicht, ein bisschen später oder am nächsten Tag, wo ich es nochmal sprüht, habe ich gedacht, oh, was hast du denn da für ein Mist gekauft? Nee, echt, das ist so ein richtiger Liebe-Hassduft. Sehr polarisierend, sehr krasses Statement. Also nichts für schwache Nerven. Ich sag's einfach mal, wie es ist. Ich sprühe das Parfüm jetzt mal und dann gibt's meine Eindrücke. Viel Sprüher braucht man davon eigentlich gar nicht, weil es echt stark ist. Schon das Opening ist sehr seltsam. Das ist natürlich immer Film für Frauen. Und naja, das Opening ist eigentlich voll maskulin. Das ist so richtig spicy. Du bekommst schwarzen Pfeffer, Kardamom und Ingwer. Gewürze, Spices in your face. Später wird es dann, legt sich das so ein bisschen, dann kommt Sandelholz zum Vorschein, die Pfingstrose. Aber alles in allem ist es immer noch sehr würzig, auch später. Nur das Opening ist halt besonders würzig, besonders polarisierend. Und naja, das hier ist das Eau de Parfum, gibt es auch noch Eau de Toilette. Bei Eau de Parfum kommt noch quasi so eine Kokosnussschale raus. Ja, das ist keine süße Pina Colada. Kokosnuss? Nein. Es ist einfach nur die Kokosnussschale. Dunkel, schalenartig, aber immer noch diese Kokosnuss-Vibes. Tja, wie kann man sich das jetzt also vorstellen? Ihr packt ein paar Gewürze, die richtig Pep haben, in so eine Kokosnussschale, macht noch eine Pfingstrose rein, bisschen Sandelholz und rührt das Ganze um und habt da Versace Crystal Noir. Es war nicht ganz so leicht, das einfach so zu pauschalisieren, weil für mich riecht es auch so wie heißer Wasserdampf. Ja, jetzt wird es richtig abgespaced. Wenn man aus der Dusche kommt, richtig heiß geduscht hat, ich dusche eigentlich nur eiskalt, aber wenn man wirklich heiß duscht, dann ist da ja so eine Wärme, so Wasserdampf in der Luft. Und wenn du noch irgendwie ein sexy Shampoo aufgetragen hast und es irgendwie noch so an deinen Körper. Das vermischt sich dann und genau diese Note ist hier auch drin. Der heiße Wasserdampf mit so einer Bodylotion-Shampoo-Version. Also das Parfüm ist auch sehr cremig. So, und das jetzt alles zusammen gemischt ergibt Versace Crystal Noir. Ein mysteriöses, kühles, dunkles, böses Parfüm. Was komplett anders ist, was nicht so riecht wie der typische Mädchenduft, um Gottes Willen. Dieser Duft ist nicht für Girls gedacht. Ich sehe jetzt eher so an ältere Frauen, die so ein bisschen edgy sind, die nicht viel sagen, die mysteriös sind, die einfach pechschwarze Kleid, so einfach so ein richtig schwarzes Abendkleid. Und naja, macht neugierig auf jeden Fall, will die Frau dann kennenlernen, aber die ist halt kalt, abweisend und die will gar nicht mit dir reden. Die sagt auch nicht viel. Das ist Versace Crystal Noir. Wow. Das ist eine der besten Beschreibungen, die ich jemals zu einem Parfüm hatte. Weil das Parfüm aber so unique ist, kannst du halt viel zu sagen. Gut, ihr Lieben, ist halt wirklich so ein Liebe-Hassduft. Ich sehe ihn echt so an so einer bösen Königin. Gut, kommen wir jetzt zur einzelnen Bewertung. Der Duft bekommt von mir 7 von 10 Punkten. Ich finde den Duft cool. An Tagen, wo ich den gerne trage. Heute habe ich auch Lust darauf gehabt.
Ich wollte eigentlich ein Review zu Calvin Klein Euphoria machen und da habe ich das gesehen. Hatte ich da ein bisschen mehr Lust auf Versace, Christian Noir. Ja, an Tagen, wo ich das Parfüm mag, finde ich es cool. Aber da es so anders ist, auch mit diesen Gewürzen so orientalisch ist, gebe ich mal ein Runde 7. Es gibt echt Teile, wo ich das Parfüm überhaupt nicht ausstehen kann. Wie gesagt, würziges, pfeffriges Opening mit so einem heißen Dampf-Shampoo-Note, so eine Kokosnuss-Schalennote und ein bisschen Sandelholz. Das ist das, was du bekommst. Ein sehr uniques, dunkles, mysteriöses, orientalisches Parfüm. Muss man mal ausgecheckt haben. So, die Haltbarkeit ist bei 12 Stunden. 12 Stunden, deswegen gibt es die volle Punktzahl. 10 von 10. Wirklich, das Parfüm performt unfassbar gut. Die Gewürze bleiben ja auch später immer noch, aber so ein Dry-Down, da ist es eher so ein bisschen Shampoo-mäßig, wie frisch aus der Dusche. Aber es behält eben halt immer noch diesen dunklen, mysteriösen Touch. Ey, ich bin so blöd, ich habe euch vergessen, die Duftnoten einzublenden. Ich mach das jetzt mal. Seht, da ist ein bisschen mehr drin, aber für mich gibt's halt die Gewürze in your face, die Kokosnussnote wird übrigens nicht offiziell gelistet. Aber jedes Girl sagt, es riecht nach Kokosnuss. Es riecht auch nach Kokosnuss. Und dieses heiße Dampf-Shampoo-artige kann es natürlich auch nicht lösen. Deswegen, meine Beschreibung finde ich da mehr akkurat als die Duftnoten, aber könnt ihr aber so ein bisschen auf euch wirken lassen. Jetzt zur Sillage. Die Sillage von Versace Crystal Noir. Die ist schon stark, aber nicht so stark, dass es jetzt raumfüllend ist. Das ist so eine 8 von 10. Wenn wir wirklich sehr gut wahrgenommen mit dem Duft, da reichen eigentlich auch 5 Sprühe. Aber wie gesagt, es hat sich so ein Power-Duft, der den ganzen Raum füllt. Aber schon starkes Jahr. Der Flakon müssen wir nicht drüber reden, ne? Also wer hier nicht 10 von 10 gibt, der ist komplett vor anderen Sternen. Hätte ich das Parfüm nicht gemacht, dann hätte ich den Flakon trotzdem behalten, war es einfach so schön. Einer der schönsten Flakons ever. Stellt euch wirklich so eine dunkle Königin vor und die hat dann in ihrem Schrank irgendwie Versace Crystal Noir stehen. Diesen mega fetten Kristall. Und der Witz ist, das gibt es auch in der 30ml Flasche, das ist nur so ein ganz kleines Ding. Aber der Kristall ist trotzdem der gleiche. Da hast du so eine mini Flasche, aber trotzdem den fetten Kristall da drauf. Das ist einfach nur mega lustig. Müsst ihr euch mal anschauen. Versace Crystal Noir 30ml Flasche. Ganz kleine Flasche, aber trotzdem der gleiche fette Kristall. Der ist übrigens, glaube ich, aus Plastik. Ja. Trotzdem finde ich den wunderschön. Hier ist auch nochmal das Versace-Logo eingearbeitet. Einfach nur traumhaft. Dunkel, mysteriös und irgendwie weiblich. Das ist einfach so ein Juwel. Ist. Voll schön. 10 von 10, nein, 11 von 10. Das, weiß ich, das allein hier irgendwo hinzustellen, das ist einfach Raumdeko pur. Das ist so schön. Es ist so unfassbar schön. Einer der besten Flakons. Hands down. Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, ich glaube, ich habe 70 Euro gezahlt. Das ist die größte Flasche in 90 ml. Schocki. Ich meine, das ist ein Powerduft, er ist unique. Hat ein ganz gutes Sillage. Der Flakon ist top. Ich denke, da kann man sich nicht beschweren. 8 von 10 Punkten. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis. So, jetzt abschließend. Welche Girls tragen dieses Parfüm? Ich habe schon gesagt, das sind irgendwie so edgy Girls oder halt wirklich dunkle, mysteriöse, kaltherzige Frauen, die nicht viel sagen, aber trotzdem irgendwie interessant sind und die Neugierde auf sich ziehen. Solche Frauen tragen es. Dunkle, mysteriös, geheimnisvolle. Und ich sehe es eher an älteren Frauen. So 25 plus. Weil das überhaupt nicht girly ist. Dieses Parfüm ist überhaupt nicht girly.
Und so eine Dark Queen im Anime oder so ist auch meistens eine ältere Frau. Deswegen 25 plus, eher für ältere Girls. So, für welche Jahreszeit ist das Parfüm am besten? Ich sag's euch, wie es ist. Ich sehe das Parfüm tatsächlich eigentlich nur im Herbst. Für Winter, da ist es, weiß ich, da trage ich eher so Gourmand Düfte. Düfte, die mehr im Winter halt embracen. Vanilledüfte. Das hier ist so ein Mittelding. Es passt eher so in Herbst. Auch wenn ich darin rieche. Es riecht einfach nach Herbst. Ich weiß nicht warum. Der Herbst ist die Jahreszeit von Versace Crystal Noir. So, jetzt natürlich schwierig zu sagen, wann man das Parfüm am besten einsetzen kann, weil es so speziell ist. Weil es so edgy ist. Ich würde echt sagen, das Parfüm trägst du nur auf besonderen Anlässen, bei Abenden, bei Galas, bei besonderen Events. Und eventuell für Partys und Dates. Also stark genug, um mit anderen Partyparfüms mithalten zu können. Es zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Für Dates finde ich es auch interessant, wenn man eben halt einen dunklen, mysteriösen Eindruck hinterlassen möchte. Deswegen, das war's. Für die Arbeit ist nichts, für den Sport nicht, für die Freizeit nicht, für den Mädelsabend auch nicht. Also, wirklich. Besondere Anlässe, Dates, Party. Versace, Crystal Noir. Schreibt gerne mal eure Meinung zu diesem Parfüm in die Kommentare, falls ihr es schon mal probiert habt, falls ihr es kennt. Oder schreibt auch gerne in den Kommentar, was euer Lieblingsparfüm von Versace ist. Crystal Noir ist schon mit das Uniqueste. Ich habe ganz viele Parfüms von Versace, weil mir die Flakons so gut gefallen. Und ich muss sagen, Versace Crystal Noir ist schon ein Top-Parfüm. Ich weiß nicht, ob es das zweitbeste ist. Dylan Blue finde ich auf jeden Fall besser. Eros würde ich auch besser finden. Also für die Frauen Eros Pour Femme. Wenn mir es besser halten würde. Deswegen würde ich sagen, es ist das zweitbeste Parfüm von Versace. Für die Girls. Gut, ihr Lieben. Das war's für dieses Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mich und das Video mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Das Parfüm kriegt abschließend von mir 8,5 von 10 Punkten. Wie gesagt, der Duft ist ein bisschen sehr speziell, aber dafür Parfum ist gut, die Sillage ist gut, Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Der Flakon ist auch zum Verlieben. Wirklich ganz tolles Ding. Gut, ich würde sagen, stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!